Schlafsäcke brauche ich keine mehr. Dankeschön. So, da jetzt rein in die Grube, ha? Huh? I'm on the right track. That tablet right wants to be close. Ach, ich wollte gerade sagen, so groß ist die Höhle gar nicht, aber. Seht euch das. Ach nein. Ach nee. Ach nee. Ach, Kacke. Warum ist das so groß? Warum bist du tot? Was soll denn das? Voll mit voller magischer Rüstung. Physische Rüstung. Strange. Wieso? Ist auf schwarzen Ringern. Warned, beyond lies death. The divine order guarantees it. Heed the word of the White Magisters. Vielen Dank, lieber Erzähler. Careful. I see a trap nearby. Alle laufen durch, toll. Eigentlich soll der Bus eh hier durchlaufen, weil er gegen das Gift der Obi-Moon ist, aber das hat sich jetzt auch erledigt irgendwie. So. Und weg hier. Es gab keine XP fürs Betreten des Ortes. Das finde ich ein bisschen traurig. Das habe ich eigentlich fest erwartet. War aber nicht. So. Ja, ich weiß. Hatte ich ja auf der Karte bereits verzeichnet. Zack. Oh, da haben wir es doch. Stärke, Kriegsführung. Leider kein Nekromant mit drin. Und für ihn glaube ich auch nichts. Bei Verstand. Geomant ja okay. Aber es ist halt einfach die überlegene Rüstungskraft deutlich. Plus Erdresistenz, was irgendwie passt zu ihm. Und Kriegsführung macht ein bisschen mehr Schaden und ein bisschen mehr Leben. Und Geomant ist das einzige davon, was ich gelegentlich benutze. Das brauche ich halt gar nicht so oft, weil eigentlich bloß Erdbeben und das hier ein bisschen darauf auch basieren. Und gut, das hier, das mache ich ja sowieso irgendwie nie. Weil die magische Rüstung selten weg ist vom Gegner. Ja, sie ist halt physisch 75. Mit dem Helm wären das dann. Ja, die 10 Punkte weniger. Dafür habe ich mehr Schaden. Warte kurz, Schaden geht auf. Na, um 4 Punkte hoch. Das lohnt sich. Das ist in Ordnung so. Trotzdem hast du den Helm gerne behalten vorerst. Und du hast doch einen Punkt übrig? Achso, ja, stimmt ja. Ja, hier warte ich noch auf den Pyromorph. Wobei, das Ding ist halt. Einen Skillplatz habe ich aktuell. Habe ich jetzt ja nicht ausgewählt. Habe ich ja bei allen sowieso. Ach, das habe ich ja alles nicht gemacht. Oh. Warte kurz, dann mache ich nochmal fix das. Das hier hätte mir eben auch vielleicht ein bisschen geholfen, tatsächlich. Aber ich nehme mal das hier rein, würde ich sagen. Um echt noch einen krassen Schutz zu haben für den Notfall. So. Bei dir nehmen wir diesen. Das hier lieber rein. Das hätte ich eher gebraucht eben gerade im Kampf. Da wäre das absolut tödlich gewesen, das Gift. So, und bei dir ist halt alles voll. Ich brauche bei ihm echt mal neue Skills. Ich müsste echt ein bisschen auf Gauner gehen, heißt das. Irgendwas Magisches, keine Ahnung, weil das ist hier doof, wenn da was fehlt einfach. Da muss mehr drin sein. Und hier habe ich halt einiges zur Auswahl tatsächlich. Überlege aber wegen sowas wie Medusa. Ich nehme erstmal das hier rein. Überlege aber sowas wie Medusa hätte halt noch zu lernen. Lass mal weg. Auch weg. Kommst du dahin, dahin, dahin. So. Warte kurz. Nein, ich wollte K drücken. So, nochmal tauschen. Okay. Trompete des Todes. Könnte ein Schlüsselalter für irgendwas sein. Trompetete. Effekte unbekannt. Okay. Ach, ein Schildkröte. Kein Geist. The wizened old turtle peers up its... Smells good. Smells so good. Okay. Can you smell it? Ich kann gar nicht smellen, weil ich bin halt ein Untoter ohne Nase. Silly. Silly. I mean ah. Rich, warm, red smell of raw meat. Okay. Quartermistress Anna, saint of a woman, sometimes throws me some dinner. Some dinner. Now I smell so much in the
that building over there. Okay. I can hear it too. Covered with flies. Okay. Ich rede so langsam, ich will bitte. My favorite. That's a bit of crunch. Crunch. Nee, komm, was soll das? Each to their own, I say. Ja. We're all odd in our own way. Ja, hat sie recht, hat sie recht. Look at you. A god woken, hanging out on the beach, talking to a turtle. Ja. What's that all about? Gute Frage. Sie weiß, dass ich Godwoken bin. Krass. Ja, Tiere sind halt für sowas generell sensibler, ne? Für alle Dinge. Als so ein normales Menschentier. Tja. Und da ist der Shrieker drauf. Ich speichere ganz fix, bevor ich jetzt hier gleich drauf gehe. Weil ich aber zu schnell, zu weit laufe. Weil ich bekomme die ja... Hoppala. Auch mit irgendwas tot, oder? Mit Segen. Segen, glaube ich jedenfalls, als es damit auch ging. Aber ich habe ja noch meinen Shrieker-Stab. Den Läuterungsstab. Wo ist er? Da. Ah, Mann, ich habe sogar 3 Aufladungen. Achso. Ich dachte nur 1 oder 2 noch. Auf den da. Kamm dichter. Noch dichter. Noch dichter. Und. Kaboom. Platsch. Der dürft bitte sowieso nicht sehen. Geistersicht aktivieren mal einmal. Nichts da. Tickmas war auch der einzige jetzt noch neben diesem da. Das sind bloß diese beiden dann. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich mich neben vorbeischleichen, weil der nach vorne guckt, nicht nach hinten. Muss die Zweitaufladung gar nicht erst nutzen. Ich sollte auch mal den Stab wieder austauschen vielleicht, bevor ich es nachher vergesse und dann nicht so gut dabei bin. War es der gewesen? Nee, muss ja bei ihm ausgetauscht worden sein hier oben. Da, der war's. Ja, ja, das stimmt schon. Wo bin ich jetzt? Da, hä? Leute, wo seid ihr hingelaufen? Wo sind... Achso, hier unten stehen die. Da ist ein stille Beobachter, okay. Solange sie still bleiben, soll mir das recht sein. Einfach dann vorbeigehen, ja? Das müsste ja theoretisch vielleicht... Nein! Aua! Oha! 666666666666666666. Ich muss sie alle auslöschen, hilft alles nichts. Dann versuche ich es mal mit dem Skill einfach, weil ich nicht mehr sicher bin, ob es mit dem Skill überhaupt geht. Weil wenn nicht, wäre das auf lange Sicht doof, wenn noch ein paar von der Sorte kommen sollten, weil ich habe halt nur noch 2 Aufladungen. Und dann überlege ich mir idealerweise einen anderen Weg da lang zu kommen, weil dann hätte ich echt den anderen töten sollen. Denn da wäre ich garantiert lang gekommen. Hier, wenn der noch da gewesen wäre, so rum offenbar nicht. Was mich jetzt ein bisschen ärgert. Hier komme ich nicht ohne weiteres rüber. Ich meine, ich komme auch rüber mit Teleport, aber ich muss halt ein bisschen umskillen. Das ist natürlich nervig. Du darfst mal dich ranwagen. Du hast eh noch Segen drin, siehst du. Und es... funktioniert nicht. Echt ein Läuterungsstab dafür, das gibt's doch gar nicht. Verdammt. Ah, mach vielleicht auch machen, sehe ich gerade. Das kann ich ganz vergessen, wenn ich ganz normal so auf diese Weise auch an Quellmagie rankomme. Ist das hier eine Leiche, die ich da als solche nutzen kann? Warte kurz. Quellenvampirismus. Na komm. Nein. Das ist für den jetzt leicht, offensichtlich. Ja, Mist, da muss ich nochmal mit Läuterungsstab probieren.
fragt mich, ob ich den nochmal aufladen kann irgendwann. Wäre schön doof, wenn nicht, ne? Zack. So, mal gucken, was passiert. Wenn ich da jetzt lang gehe und die alle tot sind. Hui. Ein Schicker mit so guten Sachen drin. Auch nicht oft. Guck mal, Verstand und Beschwören, das ist gut. Das passt zu ihr. Da. Tauschen wir aus gegen den zweiten Ring. Gibt ordentlich Rüstung drauf und ein bisschen Crit und ein Init-Punkt. Das ist genau das, was ich haben möchte. Wäre schöner, wenn noch mehr ein Punkt in Beschwören drin wäre, aber man kann nicht alles haben, ha? Klopp. 24% und 30. Sehr schön. Und eben ein bisschen mehr magische Rüstung. Alles in allem tolle Sache. Gut, die Resistenzen, meine Güte. Aber die sind eh nur situationsbedingt sinnvoll. Und daher passt das schon. Bierflasche. Effekt unbekannt. Ich kann dir sagen, betrunken. Das wird der Effekt sein. Irgendwann. Einer nicht, ist Mist. Also, weil es ein Kampfstab ist. Wenn ich jetzt meine Sicht anwende, sehen die mich dabei? Nein, tun sie nicht. Jetzt will ich gleich wieder einen Kampf gegeben, das wissen wir ja. Achso, ich habe bloß einen Beobachter, stimmt ja. Two white magisters are discussing the fate of three magically bound captives. Captives clad in dark shroud. You? Ah, yes, I remember your face from Driftwood. Raymond, doch, den Namen kenne ich auch irgendwoher. Shouldn't have come here, you silly little sod. Ich hab alle gekillt auf. Indeed. And your presence is. Ein Drift, hat er gesagt, nicht vor Joy. Ist das der damals abgereist? Oh, Level 16. Damals abgereist ist? Okay. Da. Ah, of course. But I'm afraid that doesn't matter anymore. Okay. We have to get moving, Raymond. Let's end this. The two magisters whistle up their sword. Ich meine, es sind bloß eine Handvoll Gegner. Und die beiden sind stark, aber ich bin Level 14. Das ist im Bereich des Machbaren, würde ich sagen, oder? Oder wir auch von hinten ranschleichen können, die Typen befreien? Das geht auch nicht. Wie denn auch? Gebunden. Ich weiß nicht, wie ich gebunden lösen soll. Aber die mir helfen können, weiß ich auch nicht, ohne Waffen und alles drum und dran. Ich mache erstmal das Übliche. Ich meine, die haben ja massiv viel Rüstung. Magische Rüstung wäre geiler gewesen an der Stelle, um direkt Schaden zu machen. Die haben schon viel Leben. Das ist herausfordernd, diese beiden Typen zu besiegen. Das ist keine Frage. Aber ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Und da muss diese blöde, dämliche schwarze Grube rein. Oh Mann. Und dann muss ich jetzt erstmal alle nochmal hier mit segnen. Flupp. So, mein Lieber. Ich kann mal damit anfangen. Oh, hab ich die auch... Nein, ich hab auch die verwundet damit. Das war natürlich nicht meine Absicht. Der hat ein bisschen weniger, mehr Schaden bekommen, also... Ich könnte direkt einen von denen die Rüstung kaputt machen. Solange ich hier stehe, dann ist der gleich zum Downfall bestimmt. Machen wir einfach mal. Oh nein, Bande der Pein auf... Fane, wa? Nee, auf Losa, nee. Hä? Auf gar keinen. So, Ivan ist schon fast tot hier. Schön. Ich könnte mich da oben raufschwingen. An den sind sie gebunden. Wenn ich den töte, können die wahrscheinlich angreifen. Ich brauche ein bisschen mehr Angriffspunkte hier. Ich bekomme so oder so keinen Tod jetzt. Das ist keine Frage. Ich muss die Rüstung erstmal reduzieren. Ich muss die Rüstung wegkriegen von dem Typen. Also möglichst viel Schaden machen, bitte.
Ich muss ihn ganz dringend... Flop! Erstmal blockieren, das hilft ja alles nichts. So. Warum habe ich das eigentlich als Adrenalin gerade? Weil ich so ein Gegner, so ein Schackgegner habe, oder was? Oh Mann, komm schon, Kreatur! Oh oh. Ah, habe ich verfehlt. Finde ich in Ordnung. Finde ich voll in Ordnung. Du wirst mich angreifen, ja? Ist das der genau? Dann lass mal. So. Und er bekommt jetzt dahin, einen von beiden zumindest auf den Boden zu schmettern. Mit einem schönen Rambock, würde ich sagen. So. Ach du. Bleib, wo du bist. Das lohnt sich hier nicht. Aua. Aua 2. Meine Liebe, los. Was machen wir jetzt mit dir? Gute Frage. Ich hätte keine physische Rüstung mehr. Ich könnte also diesen machen. Ich könnte auch ihn. Ich könnte einiges tun. Was soll ich tun, ist die Frage. Ich brauche, glaube ich, viel Schaden und ein bisschen was. Oh. Magisch ist auch fast alle bei ihm, komischerweise. Tja. Gute Frage. Was muss ich jetzt am ehesten machen? Ich weiß es nicht genau. Hm. Heilen bringt es noch nicht so. Beschleunige einmal ein bisschen mehr AP. Pass auf, ich mache Rüstung auf ihn da oben. Und ich beschleunige ihn, würde ich sagen. Ach so, außer Reichweite. Ah. Dann tue ich es nicht. Dann tue ich nichts, überhaupt nichts mit ihm da oben. Gar nichts. Dann beschleunige ich bloß, keine Ahnung. Ja, niemanden vielleicht. Dann kommt das Totem zur Sprache. Auch das kann ich nicht oben raufsetzen. Oh Mann. Egal, ich kann es zumindest irgendwo hinsetzen. Ah, cool. Ein Crit gemacht gleich. Sehr schön. So. Den bekomme ich ja nahezu tot, aber ich habe... Doch, ich habe 2 Angriffe. Wieso habe ich 2 Angriffe? Deswegen? Aha, deswegen bestimmt. Gute Sache. Kann ich einen töten irgendwie schon? Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, aber... Ah. Ich habe diese beiden konzentrieren, glaube ich. Vor allem den Typen, der halt die Seelenbänder da... Ach, die sind tot! Wann sind die gestorben? Wann sind denn die gestorben? Verdammt! Ist wahrscheinlich zu weit weggegangen von den Typen, war, und deswegen ist jetzt tot. Verdreckter Mist. Ah. Wenn ich jetzt hier durch... Wenn ich jetzt unten stehen würde, ich könnte alle drei auf einmal treffen, aber ist ja nicht. Mann. Ich probier's mal einfach. Okay. War nett, aber nicht ausreichend. Verdammt. Crit hat gereicht. Jawohl. Kommt noch einer gleich. Jawohl. Sehr gut. Verwesen und Säurater beides. Und noch... Jawohl. Das war ein guter Move von ihm. Wo geht er hin? Ah, ich hab nichts mehr zum Umfallen, wa? Aber ich kann ihn zumindest atrophieren, das ist schon mal gut. Flankiert, Säure, Atrophie, die hat gar keine Chance eigentlich gegen mich hier. Trotz seines Levels. So, der ist tot. Du kannst ihn aber umhauen. Und nochmal einen Schlag oben auf die Rübe geben. Ärgerlich, dass sie tot ist, aber ich glaube, ich hätte ihn nicht retten können. Ich weiß halt nicht, ob die jetzt tatsächlich wegen Skill gestorben sind von dem Typen oder ob die jetzt, weil er so weit weg war, gestorben sind. Weil die hatten ja so ein Seelenband gehabt irgendwie. Haben wir ja gesehen. Flop. Und umgehauen. Außerdem bin ich wieder da. Du kannst mir nicht entkommen. Gut, ne? Hm. Lohnt sich kaum. Bom. Vielleicht nur die schießen, ey. Mit irgendwelchen Sachen auf dem Rücken. Auch lustig. Und auch irgendwie fies. Ja, aua. Hab's verstanden. Ihr wollt mir wehtun, das könnt ihr. Schön. Kann ich jetzt ihn... Na, woher auch? Ich bin gar nicht bewegt. Das ist ja Quatsch. Hm, Winterexplosion. Komm ich alle drei hier? Jawohl. So.
Das finde ich in Ordnung. Finde ich sogar ziemlich gut. Und jetzt auch noch so ein hier hin. Töte ihn. Okay, das geht auch. War es nicht direkt meine Intention, aber es geht halt auch. Und du bist tot. Leave your mate